So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why, Episode 2. In der letzten Folge sind wir auf die Polizeiwache gefahren, um Eddie ein paar Fragen zu stellen, die er uns nicht beantworten wollte, weil er ein Arschloch ist. Und jetzt sind wir deswegen hier eingebrochen und werden jetzt sein Büro und die Aktenkammer durchwühlen. Los geht's. Chief Edward Brown, laufen wir doch nicht ins Gesicht, Allison. Ziemlich fancy. Wieso ist er der Einzige, der hier ein Büro hat? The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social. He volunteered to help. And since he pretty much knows everyone, and more importantly, who's called the cops on who, he's in charge of the seating chart. If Eddie kept... Let's put the Veckies next to... Can you not? Jetzt habe ich sie unterbrochen, weil ich dachte, sie wäre schon fertig. Fuck. So, was haben wir hier? Gemeindeveranstaltung. Ehret die Ältesten. Sie sind herzlichst eingeladen, am 34-jährlichsten Festmahl und Tanz für die Ältesten teilzunehmen und die Tlingit-Wurzeln unserer Gemeinde zu feiern. Donnerstag, 15. Dezember 2015. River Road, Hona, AK. So. Hey Eddie, anbei findest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung. Wie immer habe ich dir ein +1 bewilligt, für den Fall, dass du es irgendwann doch nutzt. Alles Gute, Elliot. Mehr haben wir hier auch nicht. Also nichts Relevantes. Wenn das Life is Strange wäre, hätten wir jetzt da an dieser Sitting Chart irgendeine Scheiße reinschreiben können und dann so, haha, this action will have consequences. Aber ja. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is. Ich dachte, es wäre ein Cookie. He's a genuinely good person. Naja. Here makes me feel even worse. Naja. Naja, hilfreich war er jedenfalls nicht. Also so aufrichtig ist er doch nicht. Was haben wir hier noch? Das sieht doch wichtig aus. Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Dann schauen wir mal. Bisschen rumwühlen. Bisschen strafbar machen. You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Nein. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. So gut ist er doch nicht. Also, Juno University, Akademie der Bildenden Künste, 12.04.2009. Miss Allison Ronan, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Sommerprogramm zeitgenössisches Drama, Zungenbrecher, der Akademie der Bildenden Künste an der Juno University zugelassen wurden. Wir freuen uns bereits darauf, mit einer so passionierten Kandidatin zu arbeiten und möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie können sich über die Webseite anmelden, über die Sie sich beworben haben, um dort mehr über die für den Sommer geplanten Inhalte zu erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie bald auf unserem Campus begrüßen zu können. Mit freundlichen Grüßen. Shannon Streep, Administratorin des Sommerprogramms. Are you sure you checked all the emails? Ich habe noch gar keine E-Mails gelesen. Ich wollte mich erstmal hier umschauen, wenn mir die Zeit gegönnt sei. Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. Doch. Faxinformation, Empfänger Jugendamt, Empfängerfax gesendet, Anzeigename Edward Brown, Betreff Eides, stattliche Aussage Howards, gesendet von Edward Brown, das ist irrelevant. Da stehen nur Zahlen drauf und keine wichtigen Informationen. Why is Brown on a first name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find and close the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. I knew Eddie pulled some strings to send you there, but that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. Mies. Rechnungsabschluss, Kontoaktivitäten für den Zeitraum 1.1.2012 bis 7.3.2012. Edward Brown Bell Square. Zu zahlende Summe 3000. Ich kann nicht lesen, das ist mehr als 3000. Wohnzentrum Fireweed. Ach so, für sein Wohnzentrum, okay. Schecks auszuzahlen an Fireweed, bitte geben Sie die ID auf dem Scheck an. Guthaben aus früheren Zahlungen 0. Angefallene Kosten im Berechnungszentrum. Wohnkosten, Mahlzeit, Krankenkasse, Fixkosten. Voraussichtliche Unterstützungsleistungen. Stipendium der Huna Heritage Foundation.
Nachricht, bitte leisten Sie die fällige Zahlung bis zum 25.03.2012. Nein, habe ich noch nicht. Aufgrund der vorzeitigen Entlassung. Okay, er hatte eine vorzeitige Entlassung, also immerhin. Transaktion bis zum 7.03.2012 anteilsmäßig verrechnet. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen bitte so bald wie möglich an die Finanzabteilung. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für den Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed-Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Mit freundlichen Grüßen, William Emerson. Also er hat quasi unsere Rechnung übernommen, als wir in dieser Wohngemeinschaft waren. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, dann kann ich da wohl nicht suchen, wo sie gerade ist. How old is Brown? 38. Oh, wow. Graduated really young. Youngest officer to ever join the DCPD. Schulungsanstalt der Abteilung für öffentliche Sicherheit. Hiermit wird bestätigt, dass Edward Brown die erforderliche Ausbildung abgeschlossen hat und ihm per Nominierung durch das Dallas Crossing PD dieses Diplom der fortgeschrittenen öffentlichen Sicherheit polizeiliche Ermittlung ausgestellt wird. Nationaler Code, den brauchen wir vielleicht gleich irgendwie als Passwort, obwohl ich glaube nicht. Dann haben wir hier noch ein Foto, was wir uns noch anschauen. Wo irgendwelche Leute drauf sind. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach direkt mal hier am Schreibtisch um. Wenn Allison schon darauf wartet. Okay, er hat also Sternbilder gemacht und er hat geschnitzt. Unter den Perseiden suche ich nach dir, mein Allweit im Drachenkopf. So reise ich allein inmitten anderer Sterne. Inmitten anderer Sterneschein. Doch habe ich Augen nur für dich und nicht für sie, und so schiebe ich sie aus meiner Milchstraße in eine andere Galaxie. Ihre Strahlen müssen weichen, möchte ich deren Licht erreichen. Und zwar erwartet uns das Feuer, doch gehen wir daraus hervor als Sternstaub, und so schaffen wir ein neues Universum hier, und es besteht aus dir und mir. Wieso hört sich das eher gruselig an, statt romantisch an? Huh. Hey, you. Erstmal mitnehmen. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Ach stimmt, der stattliche Elch. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh no. Oh yes. Burn it. Burn it with fire. Also sie erkennt es scheinbar irgendwoher, sein Gedicht. Oder es ist ein Zitat aus ihrem Buch, keine Ahnung. Nichts Gutes jedenfalls. Klingt auch ein bisschen cringe. Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Sollen sie lieber Tyler oder Allison anstellen, anstatt irgendwelche vorbestraften Leute hier in die Polizeiwache aufzunehmen? So, Name Donald Mert. Gerichtsbarkeit Fairbanks, Alaska. Typ kriminell / Handel. Geboren 12.03.1987. Geschlecht, Identität, männlich, europäisch. Adresse 3rd Avenue, North Pole, Alaska. Eintrag Nummer 1. Beschreibung, bewaffneter Raubüberfall. Gericht, nördliches Bericht, Bezirksgericht von Fairbanks. Klassifizierung des Falls, Vergehen. Urteil, schuldig, 6 Monate Haft, 1 Jahr Bewährung. Beschreibung, Flucht vor Strafverfolgung, Aussage vor Gericht. Nördliches Bezirksgericht von Fairbanks. Are you sure you checked all Klassifizierung the emails? Des Falls, Vergehen, schuldig, Beschreibung, Besitzerverwendung von Drogenzubehör, Gericht, nördliches Bezirksgericht von Fairbanks, Klassifizierung des Falls, Vergehen, Resultat, Schuldbekenntnis, Strafe verhängt. Warte, haben die nicht gerade gesagt, dass sie jemanden neuen einstellen wollen und dann das auf die Akte bezogen? Oder wahrscheinlich war das irgendwas anderes, was hier liegt? Keine Gehirnzellen. Obwohl, das ist auch noch von ihm. Vita. Donald M. Mert, Kontakt, E-Mail, Adresse, beruflicher Werdegang, US Army Militär, Private First Class E3, von 2001 bis 2005 Aufgaben, verantwortlich für vorgehendes Teams, unterstützend in der Ausbildung von Untergebenen, Wartung von Ausrüstung, Sandwich Artist bei Metro Sandwiches, von 1999 bis 2000, also quasi sein Lebenslauf, Aufgaben, Überwachung der Anfertigung von Sandwiches, Bedienung der Kasse zur Abwicklung von Transaktionen mit Kunden, Aufrechterhaltung der Moral, Ausbildung North Pole High School 1997 bis 1999, Erhalt der mittleren Reife 2000, Notiz von Eddie, der taugt vielleicht. Die wollen den vorbestraften Typen, der quasi bei Subway gearbeitet hat, hier aufnehmen. Ernsthaft? Können sie Tyler auch nehmen, der ist auch vorbestraft.
Obwohl, eigentlich ja zu Unrecht. Entlassung unter ehrenhaften Bedingungen aus den Sei still. Streitkräften der Vereinigten Staaten vor Amerika. Hiermit wird bestätigt, dass Donald M. Mert, Private First Class US Army, am 26. April 2012 unter ehrenhaften Bedingungen aus dem Dienst für die Vereinigten Staaten entlassen wurde. Unterzeichnet Joel Miller, Major TC. Ja, Joel Miller hat das unterstrichen. Das, wofür das H steht, wissen wir nicht, weiß nur er. So. Dann. Wow. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Okay, das ist verdächtig. Also, Anfragen zum Fall. Heute ist also der 3. November. Also, heute ist eigentlich der 3. September. Also spielt es quasi 2 Monate in der Zukunft, aber 5 Jahre in der Vergangenheit. Hi Chief, wegen der Nachfrage zum Ronan-Fall R68653. Ich kann nicht lesen. Die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du sonst noch etwas brauchst. Thomas Arbor, Dallas Crossing Police Department. Dann schauen wir doch gleich mal ins Archiv danach. Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Ah, okay, wegen der Does he support Tom? He preferred staying neutral. Ich dachte eher, dass das T für Tessa steht und die beiden eine Affäre am Laufen haben. So, guten Morgen, Chief. Tessa und ich würden dich gerne am Donnerstag zum Abendessen einladen. Ich weiß, dass du ihrem Räucherlachs nicht widerstehen kannst. Ich habe ihn zwar nicht selbst gefangen, aber nichtsdestotrotz ist er tagesfrisch. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Thomas Wedgie, Veni Vidi Wedgie. Tom Wedgie für das Bürgermeisteramt. So kreativ ist sein Slogan dann doch nicht. So, Anti-Bias-Training. Guten Morgen alle miteinander. Bitte denkt daran, dass euer aller Anwesenheit am Mittwoch, dem 11. November um 13 Uhr erforderlich ist. Wir müssen alle teilnehmen, also sagt Bescheid, wenn ihr verhindert seid und ich mache einen neuen Termin. Wie ich diesen Morgen bereits erklärt habe, sprechen wir über sogenannte Bias. Das ist keine Strafe und steht auch nicht mit der Entlassung von Randy Spears in Verbindung. Wir können alle von dieser Diskussion profitieren, ungeachtet unserer persönlichen Umstände. Mit R kann ich scrollen? Im Mail-Anhang findet ihr etwas Lesematerial, über das wir sprechen werden. Und ich bin für Rückfragen verfügbar. Chief Eddie Brown. Erinnerung Stadtratssitzung. Wir möchten Sie an Ihre bevorstehende Stadtratssitzung erinnern. Zeit Samstag, 5. November 2015 um 10 Uhr. Ort Veranstaltungssaal des Stadtrats von Juneau. Wir freuen uns auf Sie. Nacho Disaster von Denise Wilson. Du hast an alle geantwortet, du Genie. Du hast an alle geantwortet, du Genie, okay. Von J. Greg Stellos Crossing. Mensch, wer hat denn heute Morgen in den Kaffee gepisst? Was? Nacho Disaster. Wir sind hier alle erwachsen. Wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in der Spüle lässt, sollte lieber lernen, hinter sich aufzuräumen. Oder ich werde diese Person eigenhändig in die Spülmaschine stopfen, damit sie sehen kann, wie sie funktioniert. Mit freundlichen Grüßen, Maria Oliver, Dallas Crossing Police Department. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Süß, wie kindisch die letzte E-Mail war. Erinnerung haben wir aber keine, oder? Nur weil der Sound gerade schon wieder so klang. Aber ich schätze mal, der Sound sagt uns, wir sollen ins Archiv gehen. Letztes Mal war die Tür zu hier, deswegen wusste ich nicht, dass hier auf einmal ein ganz anderer Flur noch ist und nicht einfach nur eine Aktenkammer. Und wir brauchen den Code. Und es wird videoüberwacht. Super. Super. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside. Die Zahlen sind abgenutzt. The keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Okay. Go on, try. Man sieht die abgenutzten Zahlen schon mal. Das ist wie bei Life is Strange mit dem Darkroom. Okay. Nein, ich wollte die daneben nehmen. Ja, nein, ich weiß, dass es falsch ist. Ich wollte. Ja, ja. Also, sie hat gesagt, dam, da, di, du. Kann ich nochmal. How did that tune go again? Dum, da, di, du. I'm sorry. I don't think I got that. Dum, da, di. Oh, shut up. Okay. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Also, dam war, glaube ich, die hier, ne? Nein, fuck. Eingeschissen. Das hier. Die
Das ist dann dumm. Also, okay, warte mal. Ich mach nochmal kurz. You're pressing the wrong numbers. Dumm. Da. Nein. Da. Die. Okay, okay. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ja. I don't think that's the right order. Ja. So. Dumm. Da. Die. Du. Yes. We're in. Und das ist die Stelle aus dem Teaser. Wir sind im Archiv. Ah, looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. Wie sollen wir das denn jetzt finden? What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Okay. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Vielleicht im Computer? Oder auch nicht. Okay. Hilfe. Ich hoffe, hier läuft jetzt nicht irgendwie so ein Timer ab irgendwo. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, was sie gesagt hatte. Wie war die? Nope. Okay. Ich habe nämlich schon unsere Nummer vergessen, unsere Fallnummer. Not this one either. No, that's not it. Nope. Well. Huh. What was that reference number again? 05R68653. Okay, warte mal. 05. Also die hier auch nicht. Not this one either. No, that's not it. Are you finding anything? Just give me a minute. It's a mess in here. Come on, yeah. We need to hurry. Okay. Hier ist eine 05. Aber es ist was anderes. Oh Gott, die Musik macht mir Angst. Was bist denn du? Schauen wir doch mal. Richtlinien in Auflösung, Farbe, Bittiefe, Masterdateiformat, Endung. Textmaterial ohne Bilder, schwarz-weiß, Textmaterial mit Illustronen. Es sind einfach nur Printangaben. Geschlossene Akt bis 1990 wurden digitalisiert. Verbleibende geschlossene Akten befinden sich in der linken Ecke. Wenn irgendwas ist, kontaktiert mich via Pager. Okay, 1990, ich glaube, das war ja von 2005, also Bullshit. Nope. Okay, warte mal. Da. Nein. Not this one either. Da. Where's the damn box? Das, here we go. Ja, ich von der anderen Seite schon durchgesehen, dass sie hier war. Jetzt noch schnell mit dem Handy Fotos machen. Chronologische Aufzeichnung, Ermittlung, Fallnummer 68653, 1.3.2005, 22:35 Uhr, von meinem Partner Officer Christian Holt. wir haben Scully unten sitzen und jetzt haben wir ja auch noch Principal Holt, nicht Principal, Officer Holt, schön. Und das Spiel heißt Tell Me Why. Schön, wo ist Jake Peralta, wenn man ihn braucht? Über Unfall an der 12 Canary Road, Dallas Crossing, AK-77477. Informiert. Weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Ronan. Geboren 8.7.1964, vom Pier in den See gefallen. Gibt es einen Autopsiebericht? Audioaufnahmen. Brown, 22:58 Uhr, Holt und ich erreichen den Tatort. Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist Jay Chan. Brown. 23:07 Uhr, Zeuginnen, Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronan und Name der Minderjährigen geschwärzt, Ronan geboren, 7.3.94, ausfindig gemacht, Kinder der Mary Ann Ronan. Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in die Obhut von Streifenpolizist Jay Chan gegeben. Brown.
23.41 Uhr. Gerichtsmedizinischer Ermittler T. Dickens trifft am Tatort ein. Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O. Tully vor Ort. Fotografieren des Tatorts, angefertigte und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Rassler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Scheune. Brown. Das ist ja... Das ist eine komische Schrift. Das ist ja soweit bekannt. So far, I'm not seeing anything we didn't know already. Yeah. It does reference some other files and audio recordings, though. You might be able to look those up on the computer. Schauen wir uns erst mal. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Das stand ja auch in der E-Mail, dass wir im Appendix nachschauen sollen. So, 2.3.05. 0 Uhr 23. Leichnam wurde an Gerichtsmediziner überführt. Tatort gesichert. Brown. 1 Uhr 4. Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem Name des Minderjährigen geschwärzt. Ronans Haare durch Schwester Ronan. Achso, Alice und Ronan habe kurz schneiden lassen. Habe Mary Ann Ronan, Name des Minderjährigen geschwärzt, Ronan mit einer Waffe bedroht. Als Name des Minderjährigen geschwärzt, Ronan vor ihr floh, habe M.A. Ronan, so Mary Ann Ronan, Name des Minderjährigen geschwärzt, an den Pier verfolgt. Name des Minderjährigen geschwärzt, Ronan habe M.A. Ronan zu diesem Zeitpunkt als Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown, 06:30 Tatort untersucht. Die von Namensminderin geschwärzt Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Brown, 04:03, also 4.3.2005, Fall an Staatsanwalt B. Cruz übertragen. Namensminderin geschwärzt Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Finde ich interessant, dass sie, also klar, hier für den Case vom Spiel, um sicher, um ihn quasi zu schützen, haben sie den Deadname, also den Geburtsnamen von Tyler, nicht reingeschrieben. Aber rein theoretisch in der Akte an sich müsste er ja wegen der Richtigkeit drinstehen. Also, ja. Haben sie halt im Spiel weggelassen. Und da steht nichts weiter von der Mutter drin. Das sind noch alles Fallakten dazu. Come on. Schau dir jede einzelne Akte an. Aber das können wir nicht machen, deswegen gehen wir jetzt an den PC. Super. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Marianne Ronan? March 1st, 2005? Nee, die haben ja so... Okay, er hat schon eingegeben. Aber wahrscheinlich müssen wir so irgendeinen Code eingeben. Schlagwörter zurücksetzen. Du musst noch... Okay. Autopsiebericht und Polizeibericht. So, zuletzt aktualisiert 2.3.2005. Zuständig Eddie Brown, Speicher. Ronan persönliche Daten und Vorstrafenregister. Da können wir nichts weiter anschauen. Ein Polizeibericht. Eddie Brown. 24-Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformation plus Zusammenfassung des Verbrechens. Die Suche hat zwei Akten ergeben. Schlagwörter zurücksetzen. Schlagwörter wählen. Okay, also wir müssen noch zwei weitere Schlagwörter finden. Aber wie hinzuziehen, was? Wie genau finden wir jetzt noch weitere Schlagwörter, die wir eingeben können? References 05 R62 766. Dann gib die mal ein. Kann er nicht eingeben. Okay. Ernsthaft muss ich jetzt zur anderen Seite laufen. Wir müssen ja mehr Nummern finden. I have her autopsy report. Okay. She. Ach so, okay. Yeah. What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? Das war mir eh schon klar. Aber dass sie, okay, dann ist sie definitiv davon gestorben und hat nicht irgendwie überlebt, indem sie irgendwo angespült wurde. Obduktionsbericht. Obduktionsklasse A. Datum 2.3.2005. Uhrzeit 9.30 Uhr. Dr. Gray. Finalisiert 2.3.2005 durch Dr. Gray. Weiblich 42. Tot bei Ankunft nach Ertrinken. Eine Stichwunde in linker Lendenbereich. 2 Grad nach Angriff mit Schere durch Tochter. Keine Vorerkrankung bekannt. Sektionsbefund. Schaumpilz in Mund und Nase. Hirnödem. Wassereinlagerungen in Lunge. Siehe pulmonale Ödeme und Emphysema aquosum. Bleibe auch 2 Grad Mageninhalt. Stichwunde 7,6 cm linker Lendenbereich, 2,5 cm über Sips antemortem. CT-Befund. Flüssigkeit in Nasennebenhöhlen plus Luftleere.
bilateraler Pleuralguss. Blutbild, Anzeichen von Einatmung von Süßwasser. Hämolyse diffus, Na niedrig, K plus hoch. Zusätzliche Faktoren, die nicht die direkte Todesursache waren. Natürliche Ursachen, da haben sie eben Tötung angekreuzt. Bei nicht natürlichen Ursachen, wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer ins eiskalte Seewasser. Wurde für eine oben benannte Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Organentnahme? Ja. Techniker ist Silver. Autopsie beobachtet durch DCPD. Detective Eddie Brown. Durch Autopsie geborene Beweismittel? Keine. Objektbeschreibung? 15 cm lange Stichwunde, nicht tödlich. 1.3.2015, ca. 21 Uhr, tot durch Ertrinken. 2015? Die meinen 2005. Ich glaube, die haben da einen Fehler reingemacht. Überprüfung vor der Untersuchung durch stellvertretenden Pathologen. Kennzeichnung, Kleidung, Röntgenaufnahme, Kennzeichnung für Sonderbehandlung, medizinische Akte, Fotos von Tatort. Blutgruppenbestimmung durch SS, Rücken, rechts, Toxikologie, kein Blut, einbalsamiert. 24 Stunden Krankenhausaufenthalt, verwest, sonstiges. Proben entnommen durch MG plus SS, Herzblut, Femoralblut, Urin, Lagergefäß, Standard Nummer 1. Toxikologische Analysen angefordert, Blutbild und Alkohol. Analysen positiv. Okay, dann schauen wir nochmal an den PC, schätze ich. Okay, jetzt haben wir hier noch mehr. Hier haben wir noch was. Dallas Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Okay, also die haben damals auch gar nicht gesagt, dass sie die Mutter umgebracht haben, sondern einfach nur, dass sie ins Wasser gefallen ist. Okay, schauen wir mal Mary Ronan. Das hier haben wir schon abgehakt. Polizeibericht, können wir damit auch noch was finden? Okay, I need to check out 05R61889. Okay, wir haben auf jeden Fall gerade ein Achievement dafür gekriegt, dass wir das in den Notruf aufgemacht haben. Ach, okay, das ist eine andere Akte. Kannst du sie nochmal wiederholen? That's not it. Kannst du es wiederholen, Bruder? Die hier? Warte. There. Ich hoffe, wir werden hier nicht von der Zeit irgendwie unterbrochen, wenn wir zu lange brauchen. Ich will alles finden. Kriminalbericht. Berichtsinhalt. Tötungsdelikt. Opfer. Name Mary Ann Ronan. Ethnizität. Weiß. Geschlecht. Weiblich. Größe. 1,68 Meter. Gewicht 62 Kilogramm. Alter 41. Geburtsdatum 8. Juli 1964. Führerschein. Fremdsprache keine. Beruf arbeitslos. Okay, sie hat also keinen Job. Tatort 12 Cannery Road. Dallas Crossing AK. Datum und Uhrzeit des Vorfalls. 1.3.2005, ca. 22 Uhr. Datum und Uhrzeit der Meldung. Also eine halbe Stunde später nur. Opfer bedrohte eigene Kinder auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst, Initiale, Nachname, Seriennummer, Rang und Details. Eddie Brown 1665, Detective Seahold 1489, Detective, beteiligte Personen, R1. Name des minderjährigen Geschwärzt, Ronan, Weiß. Adresse, ID. Name des minderjährigen Geschwärzt, Ronan, Weiß. Adresse, ID. Beweismittelauflistung, Gegenstand 1, Menge 1, Artikel, Schrotflinte. Okay, die haben sie also als Beweis sichergestellt scheinbar. Zugelassen auf Samuel A. Kansky. Also, okay. Deswegen hat er auch noch so geguckt, weil das eben seine Waffe war, die er Mary Ann übergeben hatte. Makel Rassler 3121, Modell 9mm, sonstiges dunkles Holz. Schauen wir mal weiter. Found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Brown's quite the wordsmith. Okay. He's not a writer, Tyler. Fallschilderung, Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr
verließ das Opfer Mary Ann Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Rassler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, namens Mary geschwärzten Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester, namens Mary geschwärzt Ronan, erhalten hatte. Der Zeugenaussage von namens Mary geschwärzt Ronan zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Tyler Ronan mit der Schrotflinte. Tyler Ronan floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Also ihm, sorry, ich lese hier gerade und deswegen noch gleichzeitig versuchen, irgendwie die Lücken zu übersetzen, dass ich nicht immer so eine halbe Minute lang Name des minderjährigen Geschwärzten sagen muss. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin Allison Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Tyler Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen, dass Mary Ann Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt, Dienstnummer 55809 des Dallas Crossing Police Department, einen Anruf von Tyler, in dem der Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist Chae Chan, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chan riegelte den Tatort ab, eröffnete ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen, Tyler und Allison Ronan. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in ihren Aussagen. Die müssen wir also auch gleich noch finden. Benachrichtigung der Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlung: Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine gelegene Schrotflinte der Marke Rassler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen Tyler und Allison. Name ist Minerin geschwärzt Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe hinuntergelaufen und habe dort das Küchenfenster ihrer Mutter Mary Ann am Pier gesehen. Habe versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen bei der Zeugen zufolge, soll sie gesagt haben, ich bringe dich um, Name des Minderjährigen geschwärzt, stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Mary Ann verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel, Gegenstand Nummer 1, Rassler. Weitere Details finden sich im forensischen Bericht. Dann war das quasi mit dem, dass die Person gesagt hat, sie war oben im Schlafzimmer. Das war dann wahrscheinlich... Shit. Kommt jemand? Eddie's coming up the stairs. What do I do? Halt ihn hin. No shit, Sherlock! Bring ihn ins Büro und sag ich bin eine Rauchen. Sayer went for a smoke. Nein, wir hätten es mit dem Klo sagen sollen, sonst kann er sagen, ich sehe ihn nicht beim Rauchen. Fuck. Okay, wir haben noch 1. März Eddie Brown. Das haben wir beides schon. 1. März Kinder Ronan haben wir auch beides schon. 1. März Mary Ann haben wir auch schon. 1. März Aufzeichnung haben wir schon. Eddie und Mary. Bingo. Meldung zum Diebstahl und Kinderverwahrlosung, okay. Reference ist 2005-201546. Okay. 2012. Da. Okay, here it is. Oh Gott, ich hoffe, wir schaffen noch so viel mit. What the hell? Tessa accused her of child neglect. Okay. Dallas Crossing Police Department, Vorfallsbericht, Informationen zum Bericht, Vorfallscode, Art des Vorfalls, Diebstahl, Startdatum 31.01.2005, Datum, Zeit der Meldung 1.02.2005, Bericht, bearbeitet von Verfolgungsnummer, Ort des Vorfalls, Cullen Boulevard, Dallas Crossing, AK, bestätigt von Eddie Brown, Art des Ortsgeschäft, Art des Diebstahls, Ladendiebstahl, beteiligte Person, meldete Person, Name Tessa Vecchi, geboren, 26.12., gemeldete Person, Mary Ann Ronan. Beschreibung, Datum des Vorfalls, 31.01. Name und Rang des Beamten Eddie Brown, Officer Beschreibung. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betraten Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Vecchi geführte Geschäft
Veni, Vidi, Veci, was ist Mrs. Veci, gib an. Sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Veci gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über den Blick gehabt. Veci sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Veci erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Veci gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte, um das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Veci bekräftigte, die Regale erst kurz zuvor aufgewühlt zu haben und dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Mrs. Veci sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. What the fuck? Mrs. Veci gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Veci hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlung irgendeiner Form ausgesetzt seien. Das haben wir uns ja eh schon gedacht, dass sie, dass Tessa erstens sowas sagen würde und zweitens, dass wahrscheinlich auch einiges ja dran ist. So, wir haben noch mehr Schlagwörter. Vorfall. So, wir können mehr Schlagwörter wählen auch. Erster März, Marianne Ronan. Kinder Ronans, Tessa, Eddie Brown, Vorfall, Aufzeichnung, Aufzeichnung, Vorfall, Tessa Veci, Eddie Brown, Tessa Veci, Kinder Ronans, Tessa, Marianne, Kinder Ronans. Die Frage ist, haben wir schon alles oder nicht? Das ist eine gute Frage. Tessa, Aufzeichnung, Vorfall. Tessa Merz, Tessa und Marianne. Ha. Das hier haben wir noch nicht. Gerichtsbeschluss, Urteilsverkündung. Okay, I need to check out 05 R63 325. 05. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Nope. Well. Ups. 05 R63 325. Da steht sie doch. Here we go. Ich bin unter Zeitdruck, Hilfe. Well, that's a picture I definitely don't want to keep. Anweisung zur vorübergehenden in Gewahrsamnahme oder Unterbringung durch das überordnete Gericht des Staats Alaska AT. Betreffende Angelegenheit, fortführende Unterbringung von Tyler Ronan. Minderjährige Person unter dem Alter von 18 Jahren. Anweisung zur in Gewahrsamnahme oder Unterbringung. Anhörung vom 16.03.2005. Aufgrund vorliegender Umstände, die Unterstützung der außenstehenden Petition begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes oder einer Unterlassung der des Minderjährigen in Bezug auf eine Bewährung, Verhaltensauflagen. Das Gericht befindet bei überwiegender Beweislast, dass eine Gewahrsamnahme oder Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zum Schutze des Jugendlichen oder anderen Personen notwendig ist. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für den Jugendstrafrecht, DJJ, zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung wie dem Wohnzentrum Fireweed für verhaltensauffällige Jugendliche unterstellt wird. Es liegt im eigenen Ermessen der DJJ, die minderjährige Person ohne einen weiteren Gerichtsabschluss zu entlassen. Weitere Anweisungen. Das Obenstehende wird durch mündliche Erkenntnis unterstützt, die zu Protokoll gegeben wurden und in den Unterlagen des Sachbearbeiters enthalten oder anderweitig wie unten aufgeführt sind. Anweisung zur Ingewahrsamnahme oder Unterbringung empfohlen am Datum des Inkrafttretens 18.03.2005. Gerichtsvorsitzender A. Benjamin. Richterin Erica Wright. Ich bestätige die Übermittlung einer Kopie dieser Anweisungen an DJJ, jugendlicher Anwalt, Elternteil, erziehungsberechtigter Einrichtung zur Unterbringung oder Ingewahrsamnahme, Sachbearbeiter Curtis David.
Okay. So, haben wir irgendwelche neuen Codewörter gefunden? Tessa's name came up. Search for her. Okay, Tessa. Das haben wir schon. Da. Spitalentlassung. References 05 R68 MISC. R68. Also nicht die hier. 05. Hier. Hier. Da, du stehst davor. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre die. Warte. Hier. Nein. Das war doch die, wo wir gerade standen. Tyler. Hier. Die da. Oder nicht? Komm schon. Not this one either. Kannst du es mir nochmal sagen? No, that's not it. You finding anything? Aktennummer. 05 R68 MISC. Ja. Ich dachte, das ist die. 05 R68 MISC. Bruder. Ah, hier. Okay. Why is that here? So, St. Meadow Clinic, West Sir Juno AK, Patientenname Ronan, medizinisches Aktenzeichen, Diagnose Gehirnerschütterung, ach, von damals, als er vom Baum gefallen ist, Beschreibung der Symptome, Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung, ich, Patientenname oder Erziehungsberechtigter, Tessa Vecchi, Patienten, was? Entlasse St. Meadow Clinic hiermit aus der Haftung, bezüglich der Entlassung, dass der Patient, die Patientin entsprechend dieser Erklärung. Bezüglich der Entlassung des Patienten entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen und verstanden. Unterschrift des Patienten Krankenhaus. Also Tessa hatte eine Gehirnerschütterung oder was? Warte, warte, das muss ich mir nochmal anschauen. Kann ich mir das nochmal anschauen? Hatte Tessa jetzt die Gehirnerschütterung oder war das jetzt ein... eine Akte von Tylers Ding und dass sie sich als Erziehungsberechtigter ausgegeben hat. Das habe ich jetzt gerade nicht richtig. Gelesen. Search for that. Got something. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... Er steht schon in unserer Liste. K-A-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep him. Vielleicht war das an dem Tag, als er da war. So, schauen wir mal, was mit Sam ist. Vielleicht mit Sam und Marianne? Sam Kansky? Eddie Brown. Ah, okay. Alkohol am Steuer. Okay, I need to check out 2014-201-496. 2014-201. Warte, ich glaube, das war hier. Nein, doch nicht. Okay, 201, da. Okay, here it is. Helpful at all?
Dallas Grossing Police Department, Vorfallbericht, Vorfallscode, Art des Vorfalls, Trunkenheit am Steuer, Startdatum, Zeit 16.11.2014, Ort des Vorfalls, Umgebung des Almeda Parks, Gastineau Einkaufszentrum, bestätigt von Eddie Brown, Art des Orts, Gewerbe, beteiligte Person, gemeldete Person, Samuel A. Kansky, Datum des Vorfalls, Name und Rang des Beamten, Joshua Greggs Officer, Beschreibung, auf meiner Streife habe ich gegen 1.30 Uhr einen hellblauen Chevy Supersport beobachtet, der das Stoppschild bei Cullen Boulevard und Montrose Ave passierte, ohne anzuhalten. Ich nahm mir die Verfolgung auf und signalisierte dem Fahrzeugführer anzuhalten. Auf mein Signal hin beschleunigte das Fahrzeug auf 125 Stundenkilometer. Ich verfolgte das Fahrzeug etwa 3 Minuten, als es die Konservenfabrik umrundete und die Clinkleed Road in nordwestlicher Richtung entlang fuhr. Das Fahrzeug fuhr über den Bordstein und auf einen Parkplatz im Gastineau-Einkaufszentrum. Zu diesem Zeitpunkt öffnete sich die Fahrertür, während das Fahrzeug noch in Bewegung war. Der Fahrer sprang hinaus und lief in Richtung des Laney-Angelgeschäfts. Ich verließ mein Fahrzeug und nahm die Verfolgung zu Fuß auf, wobei ich den Fahrer überwältigen konnte. Mr. Samuel Kansky, wohnhaft an der 710 Lucky Lane, K. Mr. Kansky wies blutunterlaufenen Augen um auf einen rötliche Gesichtsfärbung auf. Ich konnte ebenfalls den Geruch eines alkoholischen Getränks feststellen. Mr. Kansky verweigerte sich einer Alkoholkontrolle und erklärte, der alte Sam setzt nichts an seine Lippen, das keinen Alkohol enthält. Super. Kansky wurde ohne weitere Zwischenfälle zu Dallas Polizeiwache gebracht. Sorry, dass ich gerade so hektisch lese, aber ich bin gerade echt hektisch, weil ich... Genau deswegen. Tyler sagt schon. Danke, dass er meine Aussage unterstützt. Schmeichelt mir. Scheiße, wir hatten noch... I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Fuck. Get out. Uncle, I... We didn't mean to... I'm not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it! Scheiße. Hey! Get off me! Rather spend the night here? Come on! I said don't fucking touch me! Go on, and consider yourselves lucky, your family. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa... Wir hatten noch eine Akte übrig, die wir noch nicht gelesen haben über Sam. Fuck. Und die mit dem... Okay. Betrunken am Steuer war so unnötig. Yeah. You're right. We need to talk. Ich frag mich gerade, ob wir mehr Zeit gehabt hätten, wenn ich gesagt hätte, dass Tyler auf dem Klo ist. Oder ob man überhaupt alle Akten hätte finden können. The winter before your mother's death was... hard. Dallas Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her. I don't know, I'm not sure your mother would have accepted. So, she was struggling through the snowstorm of the century and you reported her to social services? Tessa came to me and reported potential child neglect. As a sworn officer, I am required by federal law to report the allegation to OCS. That snake, pretending to care, to be her friend, just to stab her in the back when she was down? Tessa helped out your family for years. I'm convinced her concern was real. Of course you would. Just following the law, then. Right. Is that why you came over that day, before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure?
I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? I thought always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults, and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best, and I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Wenn er netter zu mir wäre, dann ja. I'm sorry, Eddie. It's not that easy. Danke, dass das Gefühl für gesagt about one thing, though. Hier so aggressiv. It's time we move on. See you around, Chief. Finde ich gut, dass er da jetzt nicht wieder auf ihn losgegangen ist, also Tyler, weil man kann es von den Antworten immer so schlecht abwiegen. Oh, ich frag mich, ob ich was verpasst habe. It's all good, Alice. Let's have a talk later. Just us, okay? All right. I'll see you later. You should get going, Tyler. Ja, schmeiß mich halt raus. Wie immer, man kennt's. So, gehen wir wieder zurück ins Archiv. Komm, Allison, los geht's. Schade. Würde nicht mal auffallen. Bist du hier raus? Bist du unten raus? Rede doch mit mir. Here we go. I need to get out of here. Ja, was soll man dazu schon sagen? So, man kann beide Sichten irgendwo verstehen. Ich glaube Eddie ja, dass er nur das Beste wollte, aber... What happened up there? Long story. Hey, you know the drill. Chin up. Yeah. Chin up, stand tall. Ach, da sind die beiden. Atta girl. I could use a beer. Me too. Bernie's? That's a no for me. Only you have the necessary germ resistance for Bernie's. Are we still on for lunch tomorrow? Yeah, sure. I'll text you. Ich bin gespannt, was am Ende von Episode 2 wieder für ein Plot-Twist kommt, aber... Ja, das Ding mit Tessa ist halt, sie war immer für die Familie da und wenn... Sie wollte natürlich das mit der Sorge, dass sie echt war, wenn es um die Verwahrlosung ging, das glaube ich ihr auch, aber irgendwo... Man weiß auch nicht ganz, was man von Tessa halten soll, weil sie halt auch eine negative Seite hatte und ziemlich komisch zu uns war. Und ich glaube, Mary Ann hätte halt einfach eher psychische Hilfe gebraucht, aber es ist kompliziert. Gehen wir einfach. Allison. What? You feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she? Oh my God. Children, I... Tessa. Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now.
Das sieht halt nicht geschauspielert aus. Oh Gott. Sie wollte halt auch, dass es anders kommt, aber konnte es halt letztendlich auch nicht verhindern. So, wir haben mein Achievement freigeschaltet, Ad Acta. Ja. Und ich würde sagen, das hier sehen wir in der nächsten Episode von Tell Me Why. Ich bin gespannt, wie lange Episode 2 noch geht. Ich schätze mal, wir sind ein bisschen über die Hälfte jetzt wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao.